Milch. Hui. Sie wirken zumindest nicht, als wären sie versklavt worden. Für dich, Gelee, Gott sei Dank. Der Mist ist so verdammt teuer. エリデメナンシアこの兵団のキサラだ。キサラだけ？キサラ。そうだ。何か問題でも、この絵って。メナンシアの鋭は、ダナ人に自分を守らせているの。この国ではダナのこの兵は別に珍しくない。皆、自ら志願してついている。これは本物っぽいぜ、アルフェン。どうして？ たった7年だよ。悔しくないの？人が人らしく生きる機会を与えられて感謝するなというのか。はっきり言うが、私はティオハリム様をお守りするこの仕事に誇りを持っている。それを侮辱される言われはない。まあいい。お前たちにティオハリム様がお会いになりたいそうだ。私はそれを伝えに来た。 Ist ein selbst angelegtes Kostüm. Eigentlich sieht er gar nicht so aus. 一般のダナ人が働く採石場だ。それだけ？キャッティアレン・ビス・ファクライド。一番奥にはダナ人用の重病医療施設がある。衛生上の理由で我々来ないも立ち入ることはできない。向こうから呼びつけるとはどういうつもりだろうな。罠かもしれないよ。私たちが来たことが知られている以上、今更忍び込むこともできない。行くべきよ。 Und zwar kann ich hier über diese Outfits, kann ich nämlich verschiedene Sachen anlegen, um die guten Leute hier ein bisschen zu verkleiden. Muss man nicht machen, aber ich fand es irgendwie cool. Denn das ist eine verdammt gute Wahl getroffen. Danke. Ja, ich dachte, ich weiß nicht, ich habe irgendwie mir gedacht, dass ich ihn hier halt so, ne? In der Art mache. Dann habe ich hier sie so ein bisschen, ne, katzenmäßig. Weil ich fand, das passte halt mit den Katzenohren so gut. Habe ihr dann hier hinten noch so ein paar Flügel verpasst. Gibt aber für sie zum Beispiel hier auch noch solche Outfits. Also ich wechsle immer mal wieder die Outfits. Zum Beispiel das hier, das sieht halt auch mega cool aus, finde ich. Oder halt, was ich viel getragen habe jetzt anfangs, war das hier. Das zum Beispiel. Da hat man sehr, sehr viel Auswahl, sich mal so ein bisschen auszutoben. Hilfe 7 Sephiroth. Ja, genau diese Anspielung sollte es sein. Mutig und freundlich, so tapfer, unglaublich fröhlich und frech im Video, wie auch für dich. Neben dem Schreibtisch unter Headset und Boxen, im Bildschirm. Da sind sie zu Hause, zusammen für den Hüpfen hier und dort und überall. Die sind für dich da, wenn du sie brauchst. Oh, Iron! Du warst schon wieder künstlerisch aktiv. Ja, sehr geil. Kannst du übrigens auch wieder in Discord schreiben, falls du es nicht schon gemacht hast. Also, du hast da echt ein Händchen für, ne? Du hast da echt, echte Gabe für.
Ja, habe ich schon. Sehr gut, sehr gut. Also ja, ihre Ultracht. Also ja, und bei ihm hier habe ich mich für den Wolf entschieden. Da gibt es auch noch viele andere Sachen. Ich werde mich dann noch so ein bisschen durchprobieren, aber erstmal bin ich zufrieden mit den Outfits. Beziehungsweise jetzt habe ich jetzt schon wieder umgekehrt. Gib mir noch meine Kinder, ihr habt da gerade Lust zu. Oh Gott. Dem Chef fällt bestimmt was ein. Fällt doch sonst doch. Fällt doch sonst immer so viel ein. Stimmt, DuckTales gibt's ja auch noch. Ach ja, jetzt müssen wir nach oben. Stimmt, Pokémon haben wir schon. Das war gestern dran. Das stimmt. Okay, jetzt. Da ist noch was Glitzerndes. Tada. Überall, wo es glitzert, da muss ich hin. Kisara, Hallöchen. Bin schon gespannt, wie ich dich umändern darf. Ja. Du bist es wieder. Nachdem sich unsere Wege getrennt hatten, trat die Bürgerschaft mit einer dringenden Petition an mich heran. Lord Dualim ist momentan damit beschäftigt, darauf zu reagieren. Daher muss ich dich bitten, zu warten, bis er fertig ist. Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, übernehme ich die Führung. Unheimlich. Gokuro, Kisara. Ach. Bescheiden. Große schwarze Flügel, aber wir kleiden uns bescheiden. レナのスルドも正体を知った上でなぜ俺たちを招く。いらぬ騒ぎを起こされる前に誤解を解いておきたい。そう思ってね。 君たちは私を倒しに来たのだろう。だとしたらどうする。ここで戦うのか。その必要はあるまい。ビスキントの中を眺める時間はたっぷりあったと思うが、鞭打たれる奴隷の一人でも見かけたか。兵士の気晴らしに殺される者は区域に会えぐ。いないはずだ。ただの一人。 Es geht schon wieder ab. Miyageta daitan sa da ga watashi ni wa tsujinai. Itazura ni taisuru batsu wa hitsuyou. Was? また考えなしに怪我をして。どっちがだ。いきなり一人で攻撃するなんてどうかしてる。何を怒ってるの。私たちの目的はスルドを倒すことよ。忘れたの。それで怪我するところだったじゃないか。今までだって怪我くらいしてきたわ。なんだっていうの。なあ、アルフェンはその単にあんたを心配したんじゃないか。
glaube, das ist hier nicht klar. Shinpai? Ja, yoku wakaranai kedo. Nan teiu ka. Ach ja, Punkte. Das kann ich, wo fahren wir denn? Das hier haben wir abgeschlossen. Das auch. Mittleres Heilungsart, dass die KP aller Verbündeten in der Nähe schrittweise wiederherstellt. Okay, das ist gut. Das machen wir. Das machen wir definitiv. Ja, gut, für die... Huch. Okay. Bin aus Versehen rausgetappt. Oh, okay. Eigentlich nicht, Kaya. Eigentlich nicht. Eigentlich esse ich nur. Und werf meinen Keks weg. Ich bewerfe mich selbst mit Keksen. Ich kann nicht mehr ändern, aber ich kann die Schmerzen reduzieren. Ich kann die Beziehung der Beziehungen respektieren. Ich habe das so gemacht. Also, im Endeffekt, der Danajin ist der Slave. Im Punkt der Arbeit ist das so. Aber ich habe die Verantwortung für 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 die 最も理想的な共存の形だ。共存。Mappa, vielen, vielen lieben Dank für dein Geschenk an Hunoik. Vielen, vielen lieben Dank. ダナジンたちは鞭打たれていた時よりよほどよく働いてくれているよ. Und dir natürlich viel, viel Spaß mit den Emotes. なぜなら私は... Ich glaube, guck mal, wie viel sind wir? Okay, bei zwei gibt's ein bisschen Neues. Okay, nett. Sehr nett. Gott, können Frauen schreien. Gott, können Kerl schreien. Wir machen einen Schreibmarathon. Sirdo ni erabareru no ni honnin no ishi wa kankei nai. Da ga ou wa chiga. Naraba soko made tsukiau hitsuyo wa arumai. それで鋭同士の争いから降りたというのか?
王の座を狙わないなら精霊力を集めるのにアクセスすることもないか。王なぞなりたい物好きがなればいい。この国が平穏であれば私は満足だ。そうやって自分だけ安穏としていられればいいというの？言ってくれるな。そういう君こそ同胞を裏切り鋭を二人も倒すのに手を貸している。そうまでして何をしようというのだ？いや結構だ。本気で聞きたいわけじゃない。とにかく君たちとことを構える気はない。だがどうしてもここの秩序に挑戦するというなら受けてたと。さもなくば早々にどこへなりと立ち去ってもらいたい。ケルザレク、お客様方がお帰りだ。宿の手配を。宿は手配しておく。町の通りを進めばすぐそれと知れよ。今宵はそこで一泊し明日早々に立ち去るがよい。Der höfliche Rauschmisser. Ja, aber weiß ich mich hier noch um. Ach du Scheiße. Gott, ist das groß hier. Dann gibt es einen Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier in irgendwelche Räumlichkeiten rein darf. Aber wir gucken einfach mal. Wir wissen, was es hier sonst noch gibt. Nur sein Navi. Ich glaube, das haben sie hier noch nicht. Ich bin froh, dass ich eine kleine Minimap da oben habe. Eine Auswahl an Büchern über Etikette. Allein die Titel lassen dich Haltung annehmen. Ei, ei, ei. Du hast eine hastig gekritzelte Notiz gefunden. Der Handel mit Mahak Saar wird von Tag zu Tag undurchschaubarer. Wir schicken riesige Warenmengen, erhalten im Gegenzug aber nur einen geringen Teil zweifelhafter Waren. Ist sich seine Lordschaft dessen bewusst? Vorsprechen, ja. Leider. Die Musik ist schön. Eingang zum Platz. Baracken. Okay. Dann funkelt etwas. Den Apfel. Den darf ich leider nicht öffnen. Toll, für den Apfel bin ich hier reingegangen. Stolbrotkugel, der spannende Wolf fahren, damit du zurückfindest. Eine gute Idee. Jetzt ist nur die Frage, wo kriege ich beides her? Ja, aber schick ist es, ne? Alter. Übrigens, die Energie sind noch nicht da. Ich habe ja auch deine Adresse noch nicht. Das durch den Rechner schieben hat nicht ganz funktioniert. Also brauche ich wohl doch deine Adresse. Apropos Energy, ich kann mir gleich mal einen genehmigen, wo wir gerade davon reden. Okay, hier ist verschlossen. Verdammt, da war was. Shame on me. Ich würde gerne teilen, aber es, ja, es ist leider nicht möglich. Eine Reihe Waffen für Wachen. Sie scheinen ziemlich gut gepflegt zu sein. Ich glaube, ich habe 4... 1,5? Ich glaube 1,5 Liter Flaschen. Glaube ich. Also hier steht eine 1 Liter Flasche. Und ich glaube, die anderen müssten 1,5 Liter sein. Was auch immer ihr von ihm persönlich haltet. Wir wachen...
haben einen Treueschwur darauf geleistet, Lord Dualim zu dienen und ihn zu beschützen. Jeder, der versucht, den Frieden und die Stabilität zu zerstören, für die sich unser Lord so eingesetzt hat, dem wird keine Gnade zuteil. Ach so. Rezept für... Oh, Speckbrötchen. Das stelle ich mir lecker vor. Ein guter Schild ist der beste Angriff. Ein illustrierter Leitfaden für Schilde. Geschichte der Schilde. Der Besitzer mag wohl Schilde. Yeah. Okay. Ich mag Züge. Okay. Tür ist verschlossen. Büro. Sind aber ganz schön viele Menschen. Was hast du denn vergessen? Oh, die Kronleuchter. Kronleuchter sind schön. Ins Essen. Wie kann man vergessen zu essen? Ich liebe Essen. Ich glaube, Essen ist somit meine Lieblingsbeschäftigung. Dann haben wir da noch den Konferenzraum. Iron ist fleißig. Zitronen. Der ist eingepennt. Da ist ein ganzes Schwein drin. 40 Chili. Lieber, das ist ein Ohr, aber heute war echt ein stressiger Tag nach 27 Jahren. Oh. Ja, da kann man das Essen auch mal links liegen lassen. Da solltest du aber jetzt schnell was essen. Ist ja schon spät. Ach, du grüne Nonne. So, und hier jetzt so elegant runter... ne? Runtergehen nach, bei so einem Ball. Ach, du grüne Nonne. Ne, das ist dasselbe, ne? Nee. Das ist schon wieder was anderes. Ach, du grüne Nonne. Glückstrank. Schmankerl. Okay, und sonst ist hier nichts. Schade. Und wehe, wir finden gleich in der Küche nicht was. Hier ist die Küche. Nein! Eine Eule mit der Krone!
Wie geil ist die denn? Drohnen, obwohl es eine Ananas ist. Ah, und wir haben jetzt auch genug Materialien. Sehr gut. Jetzt sind wir verloren. Eine Krone. Jetzt erst, Mappa. Jetzt erst. Ich glaube, wir waren vorher schon verloren. Jetzt erst recht. Unsere Cat Queen braucht auch eine. Nee, nee. Nee, nee. Milch! Herzlich, wenn hier. Herrlich, wenn die Heizung nicht gehen. Oh, das ist scheiße. Gott sei Dank habe ich das Problem nicht. Aber wenn die Heizung nicht geht, das ist somit das Schlimmste, ey. Vor allem, wenn es echt gerade Zeit wird, die Wehr zu stellen. Mit oder ohne Glöckchen, Mappa? Die leidige Frage, wie immer. Heute mit, okay. Jetzt müsste man mich aber eigentlich wieder hören, oder? Hallo? Ich glaube, manchmal spinnt das Mikro zurzeit. Oder zumindest das Programm. Hört man mich wieder? Ah, gut. Sehr gut. Weil zurzeit hat OBS so ein kleines Mikrodesaster. Das hatte ich vorhin, wo ich für YouTube was aufgenommen habe, auch. Weißt du, ich rede mir da erstmal so, ich glaube, 10 Minuten lang den Wolf, bis ich merke, oh, OBS spinnt mal wieder. Juhu! OBS streikt, ja. OBS denkt sich nur so, juhu. Heute nicht. Heute habe ich keinen Bock zu arbeiten. Mach deinen Scheiß alleine. Dies sind die dicken, dies sind dicke Buchbände über die Erforschung von Astralenergie. So schwer zu verstehen, dass man beim Lesen dazu neigt, einzuschlafen.
Nett. Der Leitfaden für Modefreunde für Kleidung und Rüstung in Leneges. Die Freuden des Feinlikörs, ein Kompendium minentianischer Brauereien. Ach du grüne Nonne. Eine Einführung in die Regierung von Leneges. Wir will den ganzen Schwachsinn lesen. Ein Buch über Schwertkunst mit aufgeschlitztem Umschlag. Wurde der Leser beim Lesen wütend über das Buch oder benutzte er es zum Kämpfen? Wahrscheinlich Ersteres. Eine Chronologie des Kampfes um die Krone. Praktische Astral Arts, Theorien und Anwendung. Unpassende Witze beim Abendessen. Selbst René steht anscheinend ab und zu auf Flachwitze. Okay, also ich glaube, hier finden wir keine Schätze mehr. Also raus mit uns. Direkt raus mit uns. Habe ich Flachwitze gehört? Muhaha. Ja. Ja, hast richtig gehört. Jetzt tritt Iron auf. Yep. Es ist wieder Zeit für Flachwitze. Weil die so schön flach sind.用意があるって言うけどさ。レナのするどだよ。いいの、信じて。だからって今から街の外で野営ってわけもいかないだろ。私はその方がマシだけど。寝込みを襲われでもしたらどうするの?それはないだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。真意はともかく、セキがやや、ずっと引く、あやぐしら。だってこんなところで立ち止まってない Oh Mann. So, als erstes können wir auf jeden Fall einen Auftrag abgeben. Und zwar genau da hinten. Im Rezept stand Ofen auf 90 Grad stellen. Und wie kriege ich jetzt den Ofen auf? Nein! Einfach nein! Einfach nur nein! Mein Freund hat mich beschuldigt, eine Transjustiz. Da habe ich ihr die Sachen gepackt und bin gegangen. Nein. Naja, es wird auch Zeit. In dem Fall müsst ihr diesem Rezept folgen, um mir sofort einen Rindereintopf zu bereiten. Wo soll ich denn schon wieder kochen? Ich bin schon gespannt, wie er wird, Alfen. Komm schon, ist der Eintopf noch nicht fertig? Tut mir leid, Lorm. Hier steht, dass ich es 5 Stunden köcheln lassen soll. 5 Stunden? Das Rindfleisch wäre perfekt gewesen, wenn wir es einfach schnell gegrillt hätten. Wenn du dich weiter so aufführst, Junge, bekommst du gar nichts ab. Lache und die Welt lacht mit dir. Furze und die Welt hört auf zu lachen. Oh Mann. Gut, er sieht fertig aus. Oho, schau dir dieses liebliche Gericht an. Dazu riecht es auch noch so göttlich. Mal sehen, wie es schmeckt.
Wie sehr für ich Eintopfküche 5 Stunden? Naja, manche Eintöpfe können wirklich so lange köcheln. Manche, nicht alle. Boah, das ist absolut exquisit. Ich bin im Himmel. Wir leben wahrhaftig im goldenen Zeitalter der Kochkunst. Das sagt uns nicht wirklich etwas darüber aus, wie es tatsächlich schmeckt. Ich habe das Gefühl, dass seine Reaktion noch dramatischer ausfällt als letztes Mal. Oh, naja, warum kostest du nicht als nächstes Lauch? Gerne, ich koste mal. Heiliger Bimbam, das Fleisch ist so zart, das zergeht mir ja förmlich im Mund. Und die Soße ist so mächtig und durchzogen vom Geschmack des Fleisches und Gemüses. Sie verleiht dem Ganzen einen unglaublich tiefen Geschmack. Und auch das Gemüse, das ist so gehaltvoll und lecker und ergibt eine wirklich feine und passende Beilage. Wer auch immer sich dieses Essen ausgedacht hat, kennt sich gründlich mit Kochen aus. Ich verstehe schon, warum es im Palast aufgetischt wird. Weißt du, Gordeno, du könntest dir echt eine Scheibe von Lore abschneiden, wenn es ums Beschreiben von Essen geht. Der Lore geht ja ab wie ein Foodwurst. Ja, ist so, ne? Pah, ihr Leute versteht überhaupt nichts. Der Junge schwätzt doch nur. Hör zu, du unkultivierter Tölpel. Geschmack drückt man mit seinem ganzen Körper aus. Nein, mit der ganzen Seele. Hast du gesehen, was ich meine? Hast du gesehen, wie ich mich bewegt habe mit jeder Faser meines Seins? Schau ganz genau hin und präg dir den nächsten Anblick ein. Bereit? Absolut. Ich verstehe es ja schon. Ich lag falsch. Kein Grund, sich daran hochzuziehen. Kaya, jetzt meine ernst gemeinte Frage. Hörst du mir überhaupt zu, wenn ich dir irgendwas erzähle? Also, hörst du überhaupt irgendwann mal zu? Wenn ich dich jetzt frage, wie alt ich bin und zweitens, wann ich Geburtstag habe. Wahrscheinlich wirst du nicht mal das. Wir hatten die Unterhaltung über Foodwars schon. Und das mehr als einmal. Mehr als einmal. Also wenn du das nicht mehr weißt, dann ist das traurig. Also wirklich traurig. Weil da haben wir uns mehr als einfach drüber unterhalten. Egal, was du sagst, das ist die Arschkarte. Lauf. Oh ja. Oh ja. Und das spielt schon. Hm? Ich glaube auch, Kaya. Ich glaube auch. Abgesehen davon sind meine Gaumen und mein Magen durch und durch zufrieden. Ich kann dieses Reich jetzt ohne Reue verlassen. Es wird Zeit, dass ich aufbreche und noch großartigere Genüsse finde. Leb wohl, meine kulinarischen Kameraden. Juhu. Wurde heute mal ganz sexy gucken. Wurde dann mit Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus gebracht. Der ist gut. Der ist echt gut. Du auch. Ich laufe nicht weg, sie kriegt mich. Oh ja. Schneller als du gucken kannst. Strong to live, the power to conquer.